Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der Xiaomi Y-Kamera, Action-Kamera, wenn man so möchte. Xiaomi möchte damit natürlich GoPro und die neue Hero-Kamera angreifen. Ich habe mir die Kamera aus China bestellt, hat jetzt, die sind aktuell sowieso im Angebot, also extrem günstig zu haben, mit so einem wasserdichten Gehäuse für circa 70 € inklusive Versand bestellt. Akku und so weiter, Akkus. Ich habe zwei zusätzliche Akkus bestellt und so ein Ladegerät, die werden noch nachgeliefert. Das dauert dann bis zu 30 Tage. Also die Kamera hier mit diesem schnellen Versand für 2 oder 3 Dollar, was man da zusätzlich bezahlen muss, hat dann circa eine Woche gedauert, was absolut okay ist. Zoll wurde jetzt nicht, irgendwie musste ich jetzt nicht bezahlen, da irgendwie auf dem Paket 22 Dollar drauf standen und der Zoll das anscheinend nicht, ja, bemängelt hat oder einfach geglaubt, dass die Actionkamera halt so wenig kostet und deswegen musste man jetzt keine Mehrwertsteuer bezahlen. In jedem Fall, ja, ich habe mir die Kamera aus einem ganz bestimmten Grund gekauft, denn ich möchte die später an meinem Helm befestigen bzw. am Motorrad und ja, das wollte ich dann mal ausprobieren, wie die ist. Ich habe noch überhaupt keine Actionkamera gehabt, deswegen ja, bin ich absoluter Anfänger. Ich kann euch nicht wirklich genau vieles sagen. Ich werde alles in den nächsten Wochen ausprobieren müssen. Dazu werde ich dann jeweils Videos machen, wie die Qualität ist, was da für Modi sind und so weiter. Ich werde die Kamera jetzt erstmal auspacken, euch die technischen Daten nennen, dann das wasserdichte Gehäuse zeigen und die Befestigung am Helm, wie das möglich ist und so weiter. Und natürlich die App an sich, die Xiaomi natürlich auch anbietet, denn die Kamera hat auch Wi-Fi. Ja, so sieht die Verpackung aus. Überhaupt unspektakulär. Hier hinten stehen dann so die technischen Daten drauf, die ich euch schon mal teilweise nennen kann. Denn die Kamera hat zum Beispiel eine Blende von F2.8 und einen Superweitwinkel von 155 Grad, was ich hier so sehen kann. 1 Ampere, glaube ich, kann man die aufladen. Und MicroSD-Karten kann man haben. Aber das zeige ich euch dann gleich. Hier sind halt so ein paar Informationen. Natürlich alles auf Chinesisch, also es gibt hier nichts irgendwie, ja, Englisch oder Deutsch zum Beispiel wäre. Das ist halt hier auf Chinesisch. Zum Glück ist die App mittlerweile auf Deutsch, also das ist schon mal sehr gut. So kommt die Kamera an, beziehungsweise sie war noch in Folie eingefasst, also so umwickelt. Und ihr müsst unbedingt auf die Linse achten, denn ich habe in diversen Foren gesehen, dass diese Linse hier vorne, die ist extrem anfällig für minimale Kratzer. Und klar, das ist dem Preis geschuldet. Und deswegen dürft ihr die Linse im Grunde vorne überhaupt nicht anfassen, nur reinigen mit irgendwelchen Brillenputztüchern oder so ganz vorsichtigen Sachen. Dazu kommen wir dann gleich. Schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an. Da muss man hier halt den Karton noch öffnen. Hier ist dann noch so eine Bedienungsanleitung, mit der können wir natürlich nichts anfangen. Also hier, klar, die Zeichnung und so weiter brauchen wir eigentlich nicht. Hier ist der Lieferumfang. Einmal die Xiaomi Y-Kamera, dann das Benutzerhandbuch, der Akku und so ein Kabel. Aber der Rest ist halt auf Chinesisch. Und ja, das Kabel zeige ich euch noch mal kurz. Das ist so ein super Mini-Kabel. Also hier hätte ich vielleicht ein normales Handy-Kabel erwartet. Das ist jetzt hier so super Mini-Mini. Das benutze ich erst gar nicht. Also ich benutze direkt von meinem Huawei Ascend Mate 7 das Kabel und das Ladegerät, denn ein USB-Lader ist nicht dabei. Könnten wir mit dem chinesischen Stecker eh nicht nutzen. Also passt das. Ja, der Akku an sich, den habe ich natürlich drin. Hole ich mal eben raus. Ja, so sieht das Design im Grunde aus. Von der Rückseite ist recht schick und kompakt. Ich hätte jetzt von den Fotos, ich habe sie ja noch nie vorher irgendwie gesehen oder so oder in der Hand gehabt, hätte ich mir ein bisschen größer vorgestellt, aber sie ist recht kompakt. Ja, dann kann man die Klappe hier aufmachen. Normalerweise. So klappt das dann auch. Und ja, hier sind solche Schaumstoffteile drauf, damit man halt den Akku richtig festdrückt in dieses Gehäuse, denn der Kontakt muss natürlich gewährleistet sein, denn die Kontakte sind einmal hier unten in der linken unteren Ecke und natürlich auch am Akku. Der Akku an sich hat eine Kapazität von 1010 mAh, also im Vergleich zu einer GoPro Hero, glaube ich, etwas weniger, aber wie gesagt, austauschbar und damit natürlich extrem schnell zu wechseln, wenn es denn sein muss. Aufnahmezeit habe ich jetzt mal ausprobiert. Waren jetzt so um die circa 2 Stunden und 10 Minuten Daueraufnahme. Aber dazu dann auch mehr in den nächsten Tagen. Ich habe es jetzt einfach mal so laufen lassen, ohne irgendwelche Einstellungen. Also mit 1080p 60 Frames pro Sekunde ist ja die höchste Aufnahme, ist der höchste Aufnahmemodi hier. Und da habe ich sie halt mal aufnehmen lassen, wie lange der Akku durchhält. Die Kamera wurde in diesem Gehäuse, in diesem wasserdichten Gehäuse extrem warm.
Auch der Akku. Gut, bei den Temperaturen draußen jetzt 30 Grad, hier drin sind es glaube ich 35 Grad, also es ist extrem warm. Ist es natürlich zu ja, verständlich, dass die Kamera dann auch warm wird, aber zum Beispiel im Fahrtwind auf Motorrad denke ich mal, dass das dann nicht so schlimm sein könnte oder im Wasser, und kann ja die mit dem wasserdichten Gehäuse dann auch unter Wasser gehen. Ja, neben der Linse, die wir hier sehen, also 155 Grad Weitwinkel, F2.8 Blende, also nicht so wirklich hell. Also wenn man Smartphones kennt, die haben jetzt eine 1,8 Blende, ist das schon recht wenig. Aber man muss halt schauen, wie sie sich verhält. Vom Autofokus und so weiter und vom Weißabgleich funktioniert sie recht gut. Also das habe ich schon ausprobiert. Details dazu dann auch, wenn ich euch ein Video mache mit Beispielen. Ja, hier an der Front haben wir den Ein- und Ausschalter. Ich schalte sie mal einfach kurz an. Und dann leuchtet sie auch, ja, normalerweise blau, glaube ich, genau, blau. Rot leuchtet sie, beziehungsweise rot und blau, wenn sie zum Beispiel nur geladen wird und aus ist, dann leuchtet sie rot. Wenn sie geladen und an ist, dann leuchtet sie blau und rot. Dann an der Oberseite haben wir den einen Indikator, dass die Kamera, glaube ich, bereit ist, und einen zweiten Indikator haben wir hier hinten. Also es kann sein, dass beide Indikatoren einfach das gleiche anzeigen, dass die Kamera aktiv ist. Und an der Unterseite haben wir dann noch ein 1,4 Zoll großes Gewinde. Also ihr könnt dann ganz normalen Stativ das draufstellen, was ich richtig gut finde. Und hier oben haben wir dann einmal den Auslöser und das Mikrofon. Der Auslöser ist voreingestellt auf Foto. Ich habe es umgeändert auf Video. Videos könnt ihr, wie gesagt, mit bis zu 1080 P mit 60 Frames pro Sekunde machen, Fotos mit 16 Megapixeln. Da ist man schon der günstigen GoPro zum Beispiel voraus. An dieser Seite haben wir dann das WLAN, was wir an- und ausmachen können. Wenn man die Kamera nutzt, so im normalen Betrieb ohne irgendwie was, muss man unbedingt das WLAN ausmachen, denn das saugt hier ordentlich am Akku. Also selbst wenn ich das nur so liegen lassen würde ohne Aufnahme, wäre der Akku, glaube ich, in 1 bis 1,5 Stunden leer, allein weil das Wi-Fi halt erzeugt ist. Der erzeugt halt hier einen Hotspot, wo ich mich dann gleich mit dem Handy verbinden kann. Dann zeige ich euch die Kamera-App. Das waren jetzt so die ganzen äußerlichen Anschlüsse. Jetzt kommen wir natürlich, hier haben wir einmal den Akku und hier dann diese Kappe. Das finde ich schon mal extrem schlecht, dass die Kappe einfach so abgeht. Irgendwie keine minimale Befestigung hier, dass das hier irgendwie so. Ich weiß, dass ich dieses Teil schon verlieren werde. Das kann ich hundertprozentig sagen. Das wird sich nicht verhindern lassen. Das ist mir schon öfters passiert. Ansonsten haben wir hier einen Einschub für die MicroSD-Karte. Auf der linken Seite bis zu 64 GB werden offiziell unterstützt. Ich habe hier eine 32 GB Karte drin. Dann haben wir einmal Micro-USB zum Aufladen. Es gibt natürlich Zubehör, wo zum Beispiel so externe Ladegeräte angeboten werden. Das habe ich auch in China bestellt. Das werde ich euch dann noch im Zubehörcheck zeigen. Und da könnt ihr die Kamera halt aufladen. Geht durch den kleinen Akku, also 1010 mAh, ist nicht wirklich viel und da geht das relativ zügig. Andere Akkus von zum Beispiel GoPro oder so sind nicht kompatibel. Also ihr braucht hier unbedingt diesen Akku von Xiaomi, beziehungsweise speziell für Xiaomi Y-Kameras hergestellte Akkus von Drittanbietern oder so. Kosten auch nicht die Welt. $5 aus China bestellt man sich 10 Stück vielleicht, wenn die dann kaputt gehen nach einer Zeit, und hat man erstmal ausgesorgt. Und dann haben wir hier noch einen Micro-HDMI-Anschluss, was ich ganz cool finde. Ich habe leider noch so einen Adapter nicht, ich muss mir noch einen Adapter besorgen, und dann werde ich das mal ausprobieren, was da so rauskommt. So, die Kamera. Jetzt mache ich das wieder zu, bevor ich es wirklich gleich verliere. Läuft jetzt, also sehe ich es jetzt im Standby, nimmt nicht auf. Wenn ich hier drücken würde, würde die Kamera ein Video aufnehmen, und das wollen wir aber nicht. Ich mache mal kurz mein Handy an. Und wir haben einmal hier die Y-Kamera-App. Die starte ich jetzt mal. So, und das Erste, was ihr dann macht, das ist jetzt hier die Version 1.7. Das Erste, was ihr jetzt bekommt, ist so ein soziales Netzwerk, fast schon für die Xiaomi-Kamera, wenn man so sagen möchte. Also hier werden dann so, das lädt jetzt halt relativ langsam, klar, das ist in China stationiert, aber hier werden dann zum Beispiel so Beispiele, Fotos und so weiter. Ihr könnt natürlich euch selbst ein Profil erstellen und ja, dann Sachen hochladen, aber das macht jetzt in China nicht wirklich Sinn. Also wüsste ich jetzt nicht, wieso man das machen würde. Wenn man jetzt sich mit der Kamera verbinden möchte, muss man hier einmal auf die Kamera klicken und dann wird die Kamera gesucht. Wie ihr seht, auf Deutsch, und es ist wirklich alles auf Deutsch, was ich schon extrem gut finde. Vor einigen Wochen war das noch nicht der Fall. So, hier haben wir Xiaomi irgendwas verbunden und zaza, da seht ihr vielleicht schon
meinen Helm. Der kommt aber erst gleich zum Einsatz. Lassen wir das mal so. Ihr seht also ein Vorschaubild. Hier sehen wir dann die Auflösung 1920x1080 Pixel in 16 zu 9 in 50p, also 50 Frames pro Sekunde. Ihr seht einmal den Kamera-Akku-Status, war voll geladen, hat schon 4% verloren. Also in der kurzen Zeit, ich mache jetzt hier für ein 10-Minuten-Video, da haben wir schon 4% verloren, obwohl wir nicht aufnehmen. Gut, jetzt mit dem Wi-Fi ist natürlich extrem belastet dann. Dann haben wir einmal die Verbindungsqualität. Ob die Balken jetzt hoch oder niedrig sein, sich bewegen, weiß ich nicht. Ich war jetzt bisher immer nur in der Nähe mit der Kamera. Und einmal die Akkulaufzeit bzw. den Restakku vom Smartphone an sich. Dann sind wir in diesem Modus gestartet, weil ich diesen Modus voreingestellt habe. Also wenn ich jetzt hier drücken würde, würde er automatisch ein Video machen, was ich auch später so verwenden werde. Voreingestellt war der Fotomodus. Da sind wir hier. Da seht ihr schon, da verändert sich das ein bisschen. Wir haben hier jetzt eine Auflösung von 4608x3456 Pixel im 4 zu 3 Format, also 16 Megapixel. Es können Fotos nur in 4 zu 3 Format gemacht werden. Wenn ihr dann hier auf Einstellungen geht, könnt ihr zum Beispiel die Videoqualität dann noch ändern. Umso niedriger die Videoqualität ist, also hoch, normal oder gering, umso weniger Speicherplatz verbraucht das Video dann natürlich. Zeitstempel könnt ihr einfügen, dann habt ihr hier die Wahl der Auflösung. Ihr könnt natürlich auch 25p Videos aufnehmen oder 48p Videos oder geringere Auflösungen wählen, 16 zu 9, 4 zu 3, was ihr auch haben wollt. Aber ich habe mir die Kamera gekauft, weil ich natürlich Full HD Videos mit 50 Frames pro Sekunde aufnehmen möchte und das mal ausprobieren. Dann haben wir natürlich das Format, war NTSC voreingestellt, natürlich PAL für Europa und Messverfahren zentriert. Ihr könnt dann natürlich Durchschnitt nehmen oder Spot. Ich muss halt ausprobieren, wie es dann in Aktion wirkt, welches Messverfahren, also dass es für den Autofokus dann wirklich sinnvoll ist. Dann könnt ihr natürlich die Auflösung der Fotos wählen. Alles nur 4 zu 3 Auflösungen mit 16, 13, 8 oder 5 Megapixel. Auch hier, die Kamera macht keine weltbewegenden Fotos. Das dürft ihr nicht erwarten. Also wenn ihr dann zum Beispiel 8 Megapixel Fotos macht, spart ihr dann Platz auf der Speicherkarte. Dann haben wir Standard-Fotomodus auf normal. Ihr könnt dann zum Beispiel Automatikmodus, Timelapse, also Zeitraffer oder Serienaufnahme wählen. Und dann wird dieser Standardmodus dann gestartet, wenn ihr die auslöst, ganz normal. Und dann Standard-Startmodus, das habe ich ja gesagt, ich habe auf Video umgestellt, damit ich dann mit einem Knopfdruck dann zum Beispiel starten kann. Und Zeitstempel habe ich hier auch aus. Ansonsten natürlich Vorschau, das was wir gerade gesehen haben mit diesem Live-Bild. Dann Auto-Lowlight habe ich angemacht, Endlosaufnahme, damit natürlich das Video nicht noch irgendwie nach einer Zeit endet und nicht dann, dass halt kontinuierlich weiter aufgenommen wird. Und Objektiv Entzerrung habe ich aktiviert, denn voreingestellt ist dieser Fischei-Effekt. Also die Kamera nimmt dann die vollen 155 Grad auf. Wenn ich das mal kurz ausschalte und wir zurückgehen, dann haben wir einen deutlich höheren Betrachtungswinkel. Wenn die Kamera jetzt mal hier funktionieren würde, so, da sind wir schon. Dann ist dieser rundliche Effekt da, also dieser Fischei-Effekt, den mag ich überhaupt nicht. Wie das dann auf dem Motorrad sein wird, weiß ich nicht. Jetzt habe ich Objektiventzerrung aktiviert und jetzt seht ihr, dass das alles begradigt wird und es sieht aus wie eine normale Kamera. Also so habe ich mir das vorgestellt. Ob ich das dann wirklich auf Motorrad so nutzen werde oder wo ich die Kamera dann verwenden werde, weiß ich nicht. Mal schauen, wie halt die Effekte wirken. Es gibt ja auch noch Objektivfilter und solche Sachen halt. Dann kann man einstellen, dass die Kamera im WLAN direkt eingeschaltet wird. Natürlich nicht machen, da wird der Akku sofort leer gezogen. Dann AV-Ausgang, also den HDMI-Ausgang. Dann Video drehen, weiß ich nicht, was das ist. Notfallsicherung, weiß ich auch noch nicht, was das ist, muss ich ausprobieren. Lautstärke, ja, wir haben keinen Mikrofoneingang, was natürlich schade ist. Aber da wird dann der Ton halt über dieses kleine Loch hier aufgenommen. Wenn das natürlich in diesem externen Gehäuse ist, ist der Ton natürlich extrem schlecht bzw. kaum vorhanden. Also ist das mehr so nur für Videos und Bilder gedacht. Und dann könnt ihr natürlich noch einstellen, LED-Modus alle aktiv. Wenn ihr das ausschaltet, dann werden diese Sachen hier deaktiviert. Also besonders vorne ist das extrem nervig, denn wenn ihr im Dunkeln auf dem Tisch zum Beispiel fotografieren würdet bzw. Video machen, würde das hier spiegeln. Also die Beleuchtung ist so hell, dass ihr seht es hier an meinem Finger, dass hier dann blaue so ein blauer Hintergrund. Das habe ich beim gestern beim Testen in der Nacht mal ausprobiert und auf einmal hatte ich dann statt die Blumen im Lowlight wirklich aufgenommen, hatte ich dann halt eine Beleuchtung durch dieses blaue Licht, was natürlich alles etwas verzerrt hat. Könnt ihr natürlich alle deaktivieren und dann ist das schon aus. Aber das ist natürlich ein bisschen blöd, weil man dann nicht weiß, ob die Kamera wirklich läuft, aber sie piept. Und das in verschiedenen Modi natürlich.
Und jetzt sind sie wieder an und dann kann man sie halt anschauen. Muss man sich halt reinwursteln. Autoabschaltung habe ich jetzt ausgemacht und es ist eine neue Firmware zur Verfügung gestellt mit 1.0.12. Blöderweise funktioniert die Installation nicht. Also irgendwie klappt das mit der Version nicht. Wer für mich einen Tipp hat, wie ich diese Version hier drauf kriegen kann, sollte mir mal einen Kommentar schreiben. Ich mache hier auch immer auf Upload Firmware, der uploadet bis 100%, aber dann passiert nichts. Normalerweise müsste die Kamera dann, glaube ich, neu starten oder sowas, wie ich bei anderen Videos gesehen habe. Aber in dem Fall funktioniert das irgendwie nicht. Und dann könnt ihr natürlich die Kamera suchen, wenn ihr die im WLAN nicht findet, und in Werkseinstellungen zurück einstellen. Ja, das war's von der Kamera. Ich mache das WLAN mal wieder aus. Die Kamera aus. So, jetzt hat es gepiept. So, und jetzt ist die Kamera aus. Das war's also von der App und der Kamera, von den technischen Daten. Und ja, jetzt schauen wir uns das Zubehör an, was ich dazu bestellt habe. Also hier haben wir einmal die Kamera. Dann haben wir hier einmal dieses wasserdichte Gehäuse. Sieht natürlich genauso aus wie bei GoPro. Ich habe hier dieses weiße Modell bestellt. Und ja, da müsst ihr dann das einfach aufklappen. So, könnt das hier aufmachen. Könnt die Kamera da reinlegen. Hier ist eine schöne Dichtung. Zudrücken und mit der Hebelwirkung natürlich dann luftdicht und wasserdicht und alles Mögliche festmachen. Die Abdeckung werden schön herangedrückt. Hier oben haben wir natürlich den Auslösetaster. An der Front haben wir einen Ein- und Ausschalter. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann wird das natürlich angeschaltet. Ich kann dann hier zum Beispiel direkt auslösen und ich kann hier auf der rechten Seite direkt zum WLAN gehen. Ansonsten haben wir keine Öffnung. Klar, es muss natürlich wasserdicht sein. Es ist auch wasserdicht, habe ich schon ausprobiert. Und hier haben wir dann unsere Kameralinse. Wie gesagt, das Licht sollte man dann bei schlechten Lichtbedingungen deaktivieren. Dieses Teil hier, was hier schon dran ist, hier unten war nicht dabei. Es war nur dieses Teil hier dabei, also diese nachgemachte GoPro-Befestigung. Die war dabei und zusätzlich habe ich mir die Helmbefestigung von Original GoPro bestellt, also ist nachgemachte, ja weiß nicht, ich will nicht, dass die direkt abfällt, und der Kleber von GoPro von dieser Helmbefestigung ist halt in meinen Augen der beste, habe ich das halt hier befestigt. Ich werde das noch umdrehen müssen. Das Problem ist, wenn ich das jetzt hier umdrehen würde und damit der GoPro-Schriftzug an der Front ist, dann würde die Schraube halt hier gegen die Kamera kommen. Das werde ich dann ändern, indem ich mir hier noch so ein Teilstück bestelle, so ein kleines Teilstück, was die Kamera noch ein bisschen nach oben zieht. Und dann kann ich das auch umdrehen, damit der Schriftzug an der richtigen Stelle ist. Denn dann wird die Kamera in den Helm, in den Fahrtwind gedrückt, also und nicht aus der Halterung. Weil wenn man hier zusammendrückt, wird das natürlich aus der Halterung genommen. Und so habe ich halt die Sicherheit, dass die Kamera dann nicht rausfällt, zumindest ja, werden wir sehen, ob es hält oder nicht. Ja, und dieses Teil kann man dann halt am Helm befestigen. Ich habe hier mal meinen Helm. Hier seht ihr die Halterung, da ist sie. Und jetzt muss ich das halt so machen, dass ich das, ja, vor der Kamera ist das natürlich ein bisschen schlecht hier, nach vorne rein drücke. Und das ist halt für mich nicht optimal. Der GoPro-Schriftzug ist da hinten. Der Fahrtwind kommt von vorne und da ist natürlich hier Druck drauf und ich weiß natürlich nicht, ob es wirklich rausfliegen würde, aber ich möchte es halt andersrum haben. Und dann hat man die Kamera halt am Helm befestigt. Und so soll die dann halt im Blickwinkel ganz normal das halt aufnehmen. Ist robust, also ich habe es hier auf einer relativ, ja, fast flachen Fläche. Also hier ist so dieses Design vom Helm, wo es gerade aufhört. Und da habe ich es halt ganz normal befestigt, jetzt hier mit dem fixen Fokus vielleicht nicht so optimal, aber ihr seht es vielleicht. Und ja, so soll das dann halt die Fahrt aufzeichnen. Der Blickwinkel habe ich noch nicht eingestellt, werde ich dann erst machen, weil ich die Kamera noch ein Stück höher setzen möchte und ein bisschen weiter vom Helm weg, damit ich hier dieses dieses Sonnenschild hier noch runter machen möchte. Das stört aktuell noch ein bisschen, besonders wenn ich es wieder hochklappen möchte mit der Kamera. Mit dem Handschuh vom Helm, mit den Handschuhen vom Motorrad würde ich da mit Sicherheit nicht so richtig dran kommen. Aber so soll es dann im Endeffekt funktionieren. Ist jetzt so die günstigste Lösung. Ich wollte es halt einfach erstmal ausprobieren. Ich kaufe mir nicht eine GoPro Hero 4 Black,
wenn ich nicht weiß, ob ich das überhaupt benutzen werde. Die kostet 500 € oder 450 Euro. Die Qualität wird natürlich besser sein, und da gibt es auch deutlich mehr Zubehör. Aber das ist halt hier so ein Test, und die werde ich dann, wenn ich dann wirklich später irgendwann mal eine GoPro Hero 4 hole, dann zum Beispiel am Motorrad befestigen, um irgendwelche, zum Beispiel eine Rückansicht oder eine Ansicht auf den Fahrer oder von der Federung, von den Bremsen, wie auch immer, werde ich dann diese benutzen, weil es halt einfach eine coole Kamera ist, die hoffentlich dann auch gute Bilder macht. Aber das wird sich dann halt im Endeffekt zeigen. Ja, das war so das Unboxing, das Zubehör, welches das jetzt hier für, weiß nicht, wie ich es hinstellen soll, damit sie es ja auf den Kopf, egal. Ja, das Zubehör für die Xiaomi Y Cam bestellt, werde ich dann die nächsten Wochen ausprobieren. Und dazu dann natürlich ganz normal Videos machen, Beispielvideos, Beispielfotos natürlich, eventuell vielleicht einen Vergleich, wenn ich irgendwie eine GoPro Hero mal bekommen kann für eine kurze Zeit, um mal einen Qualitätsvergleich zu machen. Und ansonsten erster positiver Eindruck, natürlich günstig. Zubehör kann man ganz normal von GoPro verwenden, funktioniert astrein, und der Rest wird sich dann in den kommenden Wochen zeigen. Also Xiaomi Y aktuell im Test bzw. in meinem Besitz, und da werde ich dann meine Meinung bzw. Beispiele noch in den nächsten Wochen nachliefern. Wenn es Fragen dazu gibt, könnt ihr mir diese natürlich in den Kommentaren stellen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.